Willkommen zu einer neuen Tierlist. In diesem Video werde ich die größten Achterbahnen von Italien, von der schlechtesten bis zur besten, in insgesamt 7 verschiedene Kategorien einordnen. Ich bin persönlich fast alle Bahnen aus der Liste selber gefahren und die Anordnung ist nur meine eigene Meinung. Ihr könnt euch ebenfalls sehr gerne die anderen Folgen vom Format anschauen, wo ich die Achterbahnen von anderen europäischen Ländern in Tierlist eingeordnet habe. Beginnen wir also direkt und kommen als erstes Mirabilandia im Nordosten von Italien, meiner Meinung nach auf jeden Fall einer von den besten Freizeitparks im Land. Die erste Achterbahn hier ist Cartoon, ein World Coaster von B&M, gefällt mir auf jeden Fall, hat auch für eine Hängeachterbahn echt enorme Ausmaße, vor allem für Europa, und kommt in die Kategorie gut. Machen wir weiter mit der Wasserachterbahn vom Park der Vertical, von außen auf jeden Fall sehr beeindruckend, während der Fahrt nicht ganz so spannend, auf jeden Fall guter Nässegrad, aber für die Größe doch relativ familienfreundlich und kommt in die Kategorie fahrbar. Dann machen wir weiter mit Desmo Race, die neueste Achterbahn vom Park, Dueling Motorbike Coaster, Spike Dragster von Maurer. Also diese Bahn hat wirklich total viele Probleme, aber mir persönlich hat sie echt gut gefallen, hat ein bisschen Airtime, es ist eine schöne Fahrt, ist auf jeden Fall sehr besonders und kommt in die Kategorie solide. Und jetzt kommt auch die finale Achterbahn von Mirabilandia, die ich einordnen werde, und zwar iSpeed, Intamin Launch Coaster, echt guter Katapultstart, Top-Head, viel Airtime, sehr aggressiv, intensiv, schöne Inversionen, gefällt mir richtig gut, gehört auch zu den besten Achterbahnen, die ich gefahren bin, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach die beste in Italien und kommt deswegen meiner Meinung nach auf jeden Fall in die Kategorie phänomenal. Machen wir weiter mit dem Gardasee und dem meiner Meinung nach bekanntesten Park in Italien, dem Gardaland. Und dann schauen wir uns jetzt hier erstmal die beiden B&Ms an. Oblivion, Black Hole und Raptor, ein Dive Coaster bzw. ein Ring Coaster, sind auf jeden Fall keine herausstechenden, phänomenalen Achterbahnen, aber machen Spaß, schöne Layouts, auf jeden Fall sehr schön angegliedert und kommen in die Kategorie gut. Machen wir weiter mit dem Mine Train des Parks, Mammut, auf jeden Fall auch eine sehr schöne Familienachterbahn und packen wir in solide. Und dann haben wir noch zwei weitere Bahnen, also Sequoia Magic Loop zähle ich jetzt nicht mit rein, die Bahn hat schon viel zu lange geschlossen und bin ich selber auch nicht gefahren. Aber kommen wir dann zu den beiden ältesten Vekoma Coastern und zunächst einmal Shaman Vekoma MK1200 Looper und die Bahn wurde zwar getrackt, hat aber echt nichts geholfen. Wir haben auch zwei Westenbügel, die bei anderen Coastern wie Python und F-Dealing echt toll sind, aber hier ist Fahrverhalten, weiterhin echt nicht schön. Ein wirklich starker Schlag bei der Ausfahrt aus dem zweiten Corkscrew, macht zwar auf jeden Fall keinen Spaß und deswegen nur in die Kategorie ungenügend. Und die schlechteste Achterbahn ist auf jeden Fall Plutonado, kommt ohne Zweifel in unfahrbar. SLC von Vekoma mit extra Helix, man schlägt die ganze Zeit nur gegen den Bügel, meiner Meinung nach auf jeden Fall die schlechteste Achterbahn in Italien, die schwächste Bahn im Park sowieso und deswegen auf jeden Fall ganz nach unten. Kommen wir zum Etna Land und zur Achterbahn Storm. Magrides Mega Coaster, schöner Top, viel Airtime und sogar eine Version am Ende. Gehört auf jeden Fall zu den besten Achterbahnen in Italien und kommt in die Kategorie sehr gut. Gucken wir uns jetzt die Freizeitparks rund um Rom an und zunächst ist in Cita World und dann zunächst Altair, Intermittent Inversion Coaster, Next Gen Variante. Die 5 Hardline Walls von der Bahn sind echt gut, aber der Rest vom Layout echt nicht ganz so spannend, die Inversion eher schwach und deswegen nur die Kategorie solide. Und ebenfalls in solide kommt die andere Achterbahn vom Park und zwar Inferno, Intermittent Indoor Coaster mit Drop Track. Natürlich ist es ein Family Coaster, ist aber echt super gestaltet und kommt in die Kategorie solide. Dann haben wir als nächstes den Freizeitpark zur Marine, ja, das ist ein Looping Coaster von Schwarzkopf und dieser kommt in die Kategorie fahrbar. Und der letzte Park bei Rom ist das Magic Land, 3 Achterbahnen schauen wir uns an und zunächst einmal die Mine Train und diese ist wirklich echt nicht toll. Normalerweise machen Vekoma Mine Trains echt Spaß, vor allem wenn diese gut gestaltet sind. Im Magic Land ist es aber leider nicht der Fall und das Fahrverhalten ist auch echt nicht gut und deswegen in die Kategorie ungenügend. Dann haben wir als nächstes den Indoor Spinning Coaster des Parks Cagliostro von Maurer. Eigentlich echt schöne Bahn, schöne Fassade, die Fahrt macht Spaß, könnte im Inneren aber auf jeden Fall Gestaltung vertragen, weil hier Thematisierung leider eigentlich gar nichts vorhanden und deswegen fahrbar. Die beste Achterbahn vom Park und meiner Meinung nach auch eine von den besten in Italien ist auf jeden Fall Shock Maurer XK Launch Coaster. Auf jeden Fall nicht zu lang, gefällt mir aber echt gut, schöne Airtime, eine gute Inversion, sehr intensiv und kommt in die Kategorie gut. Und dann fehlen uns jetzt nur noch 3 Bahnen in Italien. Wir gehen aber zurück zum Gardasee und kommen zum Movieland Park und dort zum Inverted Coaster Diabolik, Vekoma Vertigo. Auf jeden Fall um Welten besser als die normalen Boomerangs von der Firma, aber trotzdem ist nicht ganz so stark und kommt in die Kategorie fahrbar. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu Freestyle, dem Stand-Up Coaster im Cavalino Matto von Togo. Auf jeden Fall sehr interessante Bahn, gibt es in Europa nicht woanders, aber trotzdem ist ein Stand-Up Coaster und deswegen nur fahrbar. Und die letzte Achterbahn für die Tierliste, die ich einordne, ist der Eurofighter im Zoo Safari. Es ist nur ein startmäßiger 320 plus Eurofighter von Gerstlauer, kennt man in dieser Art ebenfalls aus anderen Parks. Das Ganze macht den Coaster aber nicht schlechter, einen schönen Drop, paar gute Inversionen und kommt in die Kategorie solide.
Ihr könnt jetzt auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Achterbahn von Italien in die Tierlist eingeordnet hättet. Das Ganze ist wie gesagt nur meine eigene Meinung, aber falls es euch trotzdem gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo, damit kannst du unterstützen, würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.